Vor 9 Monaten bin ich zum ersten Mal nach Bottrop gefahren. Ich hatte keine Vorstellung von den Abgründen, die sich mir dort zeigen würden. Hier hat sich einer der größten Medizinskandale der deutschen Geschichte abgespielt. Im Zentrum diese Apotheke. An ihrer Spitze er, Peter Stadtmann. Dieser Mann soll über Jahre Krebsmedikamente ohne Wirkung verkauft haben, Kochsalzlösung anstelle von Chemotherapien. Er machte Millionen Gewinne und nahm dafür mutmaßlich das Leid tausender Menschen in Kauf. Die Beweislage gegen Stadtmann ist erdrückend. Seit Monaten treffen sich Krebspatienten und Hinterbliebene vor der Apotheke zu Mahnwachen. Meine Tochter ist tot. Lara ist allein auf der Welt. Nicht allein, ich habe uns. Nein, du hast uns, aber du hast keine Mama mehr. Ich sag, wenn man dann überlegt, dass... Ja, das hätte anders sein können, wenn sie ihre Medizin bekommen hätte. Ja. Was wäre, wenn, ne? Ja. Das kann uns leider keiner beantworten. 30 Cent, Oma. 30 Cent kostet die Kerze? Ja. Kriegst du gleich von mir, Schatz. Nicht weinen. Peter Stadtmann, der mutmaßliche Täter, war über Jahrzehnte vor allem eines. Der Wohltäter von Bottrop. Jeder hier kannte ihn. Stadtmann war da, wenn die Stadt ihn brauchte. Er organisierte Spendenläufe für das örtliche Hospiz und war selbst dessen größter Spender. Peter Stadtmann, ganz der Gönner. Rundum zufrieden. Und ich denke, so können wir langfristig weitermachen. Ich finde es eigentlich schön, dass man für diese gute Sache auch immer wieder Menschen aktivieren kann, mitzumachen und die Sensibilität zu spüren, dass wir gemeinsam was erreichen können. Wer ist Peter Stadtmann, der gefallene Heilsbringer von Bottrop? Und wie konnte es sein, dass er jahrelang nicht erwischt wurde? Diese Frauen haben mich mitgenommen auf den Friedhof. Sie besuchen ihre tote Freundin, Ariane. Christiane Piontek und ihre Freundinnen nennen sich die Onko-Mädels. Eine Schicksalsgemeinschaft krebskranker Frauen. Vor allem die hatte... Ihr werdet alles mit Humor noch ertragen. Ja. Anfangs waren sie 8 Frauen, die zusammen bei der Chemotherapie saßen. Heute leben noch 4. Einer von ihnen geht es zu schlecht für unser Treffen. Boah, ich vermisse sie echt, ey. Die und die Gabi, das ist so schlimm. Die Überlebenden quälen sich mit der Frage, ob auch die anderen noch leben könnten. Wie hat die Ariane eigentlich reagiert, als sie erfuhr, dass ihre Medikamente auf der Liste die sind? Die war wütend. Die hätte sich, also sie hätte mitgekämpft, also ja, ja. Ja, also das war so eine Kämpfernatur, die hat sich ja auch über alles schlau gemacht, ne? Ja, also ja, also die war entsetzt, ja, die, wogegen soll man kämpfen, wenn eine Chemo nicht wirkt, ne? Oder wenn nichts drin ist, ne? Das ist das Fatale. Diskutieren Sie da manchmal so nach, was wäre, wenn, also würden die noch leben, Ihre Freundin, wenn... Jeden Morgen stehe ich mit dem Gedanken auf. Das ging so schnell, so von jetzt auf gleich waren die dann nicht mehr da. Erst ging es denen gut und dann von jetzt auf gleich, man hat das Gefühl, da wird ein Hebel umgelegt und dann geht also für die Talfahrt los. Ja, als nächstes war dann Carmen. Carmen war die Nächste. Ja, dann kam Steffi. Dann Steffi, dann Ariane und dann Gabi. Und jetzt reicht's auch. Dann das reicht. Jetzt sind wir noch 4. Ja. Tja. Auf dem Friedhof mit den Onko-Mädels merke ich, wie ich ständig abschweife. Meine Gedanken wandern mehr als 3 Jahre zurück. Damals starb einer meiner engsten Freunde an Krebs. Gerade als ich eine Recherche begonnen hatte über Betrug mit Krebsmedikamenten. Ich habe schnell erfahren, wie manche Krebsmediziner das Vertrauen ihrer Patienten missbrauchen. Wir sprachen bald von der Krebsmafia.
Aber das Vorgehen, das Peter Stadtmann in der alten Apotheke vorgeworfen wird, sprengt jede Dimension. Was genau hat Stadtmann getan? Im Sommer 2016 mehren sich in der alten Apotheke die Gerüchte. Die Geschichte vom Wohltäter Peter Stadtmann, hier beginnt sie zu bröckeln. Zuerst ist nur von Hygieneverstößen die Rede. Peter Stadtmann soll seinen Hund Grace mit ins Sterillabor genommen haben. Stadtmann müsste hier im Schutzanzug arbeiten. Er aber vergiftet das Labor mit gefährlichem Schmutz. Mit Keimen, die Krebspatienten töten können, denn ihr Immunsystem ist extrem geschwächt. Irgendwann fassen zwei Mitarbeiter Mut. Sie entscheiden, den Gerüchten nachzugehen. Die Laborantin Maria Klein und der kaufmännische Leiter Martin Porwoll. Beide kennen Stadtmann seit Kindertagen. Maria Klein hat 17 Jahre Erfahrung in Krebslaboren. Wenn sie Infusionen zubereitet, empfindet sie bis heute eine gewisse Ehrfurcht, sagt sie. Wie hat Peter Stadtmann dort gearbeitet? Im Sakko, manchmal auch ohne Sakko, also Straßenkleidung. Und selten unter der Werkbank. Hat ihn da niemand drauf angesprochen, Herr Stadtmann? Wie kann man ohne Schutzkleidung? Nein, angesprochen hat ihn niemand. Wobei, es ist eigentlich auch völlig unnötig. Es ist so, als wenn Sie vielleicht einem Piloten sagen müssten, dass er nicht volltrunken in die Maschine steigt. Also jeder, der damit arbeitet, weiß eigentlich, wie er sich zu verhalten hat. Doch da hört Kleins Verdacht. Da hören die Gerüchte nicht auf. Sie sieht, wie Stadtmann nicht nur unsauber arbeitet, sondern auch auffällig schnell. Bis zu 80 Zubereitungen schafft er in einer Stunde, wenn er allein im Labor ist. Aus Erfahrung weiß man, eine Zubereitung dauert vielleicht 3, 4, 5 Minuten. Wenn jemand in einer recht kurzen Zeit überproportional viel herstellt, kann irgendwas nicht stimmen. Martin Porwoll ist der Mann der Zahlen in der alten Apotheke. Aber Stadtmanns Bezugswege sind extrem verzweigt. Selbst Porwoll hat nicht überall Zugriff. Im Sommer 2016 sieht er zufällig, wie Stadtmann im Warenwirtschaftssystem händisch die Bestände eines Krebsmittels stark überhöht. Was verschleiert sein Chef? Hat Stadtmann von den teuren Krebsmedikamenten vielleicht in Wirklichkeit weniger eingekauft, als er laut den Rezepten der Krebsärzte sollte? Porwoll rechnet. Das erschreckende Ergebnis war, dass die eingekaufte Menge nicht annähernd der Menge entsprach, die wir hätten einkaufen sollen. Also die auf den Rezepten tatsächlich verordnet wurde. Porwoll greift sich das Krebsmittel Opdivo heraus. Seit der Zulassung hat Stadtmann rund 16.000 Milligramm davon eingekauft. Die Ärzte haben aber das Dreifache verschrieben. Patienten, die ihre ganze Hoffnung in diese Substanzen setzen, bekommen unterdosierte Präparate oder nur Kochsalzlösungen. Statt 34.000 Euro Gewinn macht Stadtmann mit Opdivo in nur 6 Monaten 615.000 Euro Gewinn. Allein mit einem gestreckten Medikament von über 100, die er regelmäßig verarbeitet. Und dann schaut man noch einen zweiten Wirkstoff nach und einen dritten Wirkstoff nach und man stellt das gleiche Muster auch bei den anderen Wirkstoffen fest. Und dann wird aus Vermutung für einen persönlich Gewissheit. Für Martin Porwoll steht nun fest, Peter Stadtmann nimmt in Kauf, dass Patienten früher sterben oder sich mit unnötigen Nebenwirkungen quälen. Und er bereichert sich massiv. Porwoll vertraut sich seiner Kollegin Maria Klein an. Er erfährt, sie hatte denselben Verdacht. Kurz darauf ist Klein in der Arztpraxis gegenüber. Einer Krebspatientin kann die gelieferte Infusion nicht verabreicht werden. Klein soll den Beutel zur Vernichtung in die Apotheke mitnehmen. Sie sieht eine einmalige Chance. Und unterwegs habe ich gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht die einzige und letzte Möglichkeit, die du hast, die ganze Sache zu untermauern. Daraufhin habe ich halt erstmal optisch den Beutel kontrolliert. Bei dem Wirkstoff für einen Antikörper hätte die Lösung schäumen müssen. Das war nicht so. Und dann habe ich die Verschlusskappe des Beutels geöffnet. Das ist die Stelle, wo der Wirkstoff zugespritzt wird. Und da war keinerlei Vernarbung zu sehen. Also es war offensichtlich, dass dort nie etwas in diesen Beutel eingefüllt worden ist. Maria Klein bringt den Infusionsbeutel zur Polizei.
Die schickt ihn zur Analyse ins Labor. Er enthält keinerlei Wirkstoffe. Ende November 2016 wird die alte Apotheke durchsucht. Peter Stadtmann wird festgenommen. Die Polizei beschlagnahmt 117 Beutel, die an dem Tag ausgeliefert werden sollten. Später wird klar, jeder zweite davon war massiv unterdosiert. Sie haben einerseits den Spender, den Wohltäter, der während eines Marathons fürs Hospiz Geld in eine Säule wirft und andererseits dafür sorgt, dass dieses Hospiz voll ist. Es ist so, wenn man dran denkt, als wenn einen jemand aufs Karussell setzt und man kommt da nicht runter. Also man wird schwindelig dabei, weil man sich diese Ungeheuerlichkeit, es ist nicht fassbar fürs Gehirn, das ist furchtbar. Die Staatsanwaltschaft Essen kann Stadtmann bisher nur in knapp 30 Fällen, auch wegen versuchter Körperverletzung, anklagen. Patienten, deren Beutel nicht am Tag der Razzia beschlagnahmt wurden, können kaum beweisen, dass sie geschädigt wurden. Denn bisher ist Stadtmanns Muster ein Rätsel. Welcher Patient bekam zu wenig? Welcher wurde ordnungsgemäß versorgt? Hat Stadtmann Männer bevorzugt, Frauen benachteiligt? Junge oder Alte? Ausländer oder Deutsche? Wofür Stadtmann mit großer Sicherheit verurteilt wird? Abrechnungsbetrug. Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz. Nicht aber für Mord. Oder auch nur für fahrlässige Tötung. Das ist für manche Patienten kaum auszuhalten. Ich treffe die an Krebs erkrankte Allgemeinärztin Bettina N. Dass sie zu Stadtmanns Opfern zählte, daran hat sie nie gezweifelt. Seit dem Tag, an dem Stadtmann festgenommen wurde. Das ist eingebrannt wie der 11. September eben. Mich hat eine Freundin angerufen, die gut über mich Bescheid weiß. Und die hat mir gesagt, hast du schon mal ins Internet geguckt heute? Ich sag, nein, warum? Ne? Bitte schau mal, da wird berichtet darüber, dass der Apotheker Stadtmann festgenommen wurde und warum er auch festgenommen wurde. Und ich bin dann ins Internet gegangen und habe die ersten Berichte darüber gefunden und war völlig entsetzt. Bettina N. hat seit 9 Jahren Krebs. Sie hat viele Chemos durchgemacht, kennt auch die Nebenwirkungen als Ärztin und als Betroffene. Früher, als ihre Infusionen aus einer anderen Apotheke kamen, hatte die Therapie sofort bei ihr angeschlagen. Ihre Tumormarker fielen, Metastasen verschwanden. Dann kam 2016 ihr Krebs zurück. Also die meisten Opfer, die ich kenne, haben gar keine Möglichkeit, den Beleg zu erbringen, dass sie betroffen waren von der Panscherei. Ihr Fall ist da aber anders gelagert, wenn Sie vielleicht einfach Ihre Geschichte mal erzählen. Ich bekam die erste Therapie und war natürlich in großer Hoffnung, dass es auch wieder helfen würde, weil er bisher immer alles geholfen hat. Erste Therapie, nichts. Zweite Therapie, nichts. Dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, nichts. Ich habe zu meinen Freundinnen gesagt, ich glaube, ich kriege da nur Wasser, weil ich merke nichts und das Blutbild ist völlig normal. Es war richtig komisch. Sie hat eine immens hohe Tumormarker. Wenn Sie einfach mal ihren Krankheitsverlauf noch mal aufzeigen können an einer Grafik, wie sich das da entwickelt hat. Ich versuche das mal. Hier ist jetzt die Zahl 35. Der Tumormarker sollte normal bei unter 35 liegen. Darunter. Das ist so die Maximalgrenze. Als ich die Krankheit entdeckt bekam, war er bei 1000. Muss ich schon echt länger machen hier. So, von 1000 ging es weiter, 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 weiter. Jedes Mal mehr, 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 mehr. Bis wir hier bei 12.000 angelangt waren. Dann kam der 29. November. Es fand die Razzia statt. Herr Stadtmann wurde festgenommen. Und mir war klar, ich muss da auch bei gewesen sein. Dann habe ich das erste Mal die Therapie aus der anderen Apotheke bekommen. Und 3 Wochen später wurde der Tumormarker noch mal gemessen. Und er ist innerhalb von 3 Wochen auf 6.000 runtergegangen. Auf die Hälfte. Und seitdem bewegt er sich ungefähr in diesem Bereich. Aber es ist nicht mehr dieses stetige Wachsen da, ja, bis ins Unermessliche. Und da war mir erst recht klar, ja, ich war betroffen. Als die ganzen Therapien nicht anschlugen, hatten Sie da mit dem Leben abgeschlossen? Ja, definitiv. Ich habe meiner Familie gesagt, das wird das letzte Weihnachtsfest sein, was wir hier erleben. Und ich habe also auch eine Bestattungsvorsorge gemacht.
damit sich meine Angehörigen nicht über solche Dinge auch noch Gedanken machen müssen. Also mir war klar, ich würde dieses Jahr nicht mehr erleben. Und nur dank Martin Porwohl und Marie Klein sitze ich jetzt noch hier und kann mit ihnen reden. Ja. Entschuldigung. Jedes Opfer, sagt Bettina N., hat einen Namen und eine eigene Geschichte. Fast 4000 Kassenpatienten könnte Peter Stadtmann allein seit 2012 geschädigt haben. Alle Taten davor sind verjährt und werden deshalb nicht verfolgt. Es ist schwer, sich diese Zahl begreifbar zu machen. Als wir es trotzdem einmal versuchen, wird klar, manche Bilder sprechen offenbar für sich. Passanten erzählen mir ihre Geschichten. Eine Frau beginnt sofort, ihren verstorbenen Mann auf der Liste zu suchen. 4000 Menschen, 4000 Mal die Ungewissheit, wurde auch mir Lebenszeit genommen. Die Chance zu überleben, bis meine Krankheit vielleicht doch heilbar ist. Manchmal, wenn Christiane Piontek und ihre Onkomädels sich für eine neue Chemositzung bereit machten, kam Peter Stadtmann persönlich vorbei. Und wenn dann halt eben nicht genug Fahrer da waren, hat er auch selber ausgeliefert. Wir kriegten noch zwischendurch mal kleine Präsente, um uns aufzumuntern. Gab es dann mal eine Laterne mit Kerze drin. So. Könntest du den Mann beschreiben oder schildern, wie der? Eigentlich ein sehr ruhiger Mensch, auch freundlich, besorgt, fragt oder hat sich erkundigt halt in die Runde, wie es uns denn geht. Im Nachhinein finde ich das makaber, dem Tod geweihten Menschen zu fragen, wie es ihm geht, mit dem Gedanken, ich weiß ja eigentlich, ach, du kriegst heute nur mal Kochsalz, gucken wir mal, wie es dir geht. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, wie korrupt man so sein kann. Woher kommt Stadtmanns mutmaßliche Skrupellosigkeit? Zuerst denkt man, Geld. In dieser Villa lebte Stadtmann, alleine mit seinem Hund Grace. Stadtmann wurde reich geboren, finanzielle Not hat er nie erlebt. Kann der Drang nach mehr Geld allein sein Verhalten erklären? Oder muss man tiefer zurückblicken, bis in die Kindheit vielleicht? Peter Stadtmann soll stets am Rande gestanden haben. Und wenn es eng wurde, abgeschirmt durch die Eltern. Martin Porwohl, der heutige Whistleblower, ging mit ihm zur Schule. Okay. Wie lange kennen Sie sich? Ja, ziemlich lange. Also wir haben uns schon im Kindergartenalter sozusagen kennengelernt. Also weit über 40 Jahre kennen wir beide uns schon. Es ist immer Mittwochnachmittags, wenn die Apotheken klassischerweise früher noch geschlossen waren, ist er zu uns gekommen und wir haben unterm Tisch gemütlich den Eisenbahnkreis aufgebaut und mit der Eisenbahn gespielt. Jetzt überrascht mich, ich denke eher, dass, oder könnte mir vorstellen, dass er selber eine Eisenbahn hatte. Ja, danach hatte er eine. War die größer, schöner, kleiner? Größer, schöner, besser, höher, weiter, schneller, also alles. Also die finanziellen Möglichkeiten waren ja in der Familie da und ihm wurde auch da, was die Eisenbahn anging, jeder Wunsch erfüllt. Stadtmanns Herkunft kann man auch als Bürde begreifen. Der Kronprinz eines Familienunternehmens, konfrontiert mit höchsten Erwartungen. Noch einer, der Peter Stadtmann seit Kindertagen kennt, ist der Journalist David Schraven, Chef des Recherchezentrums Korrektiv. Ich war lange mit dem in einer Klasse, von der 5. an bis zur 13. Typ, sehr zurückhaltend, nicht besonders gesprächig. Apotheker will ja helfen, will helfen heilen. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch. Vielleicht auch nicht, wenn einer gar nicht Apotheker werden wollte, wenn er in irgendeinem Leben gepresst ist, aus dem er gar nicht, das er nicht will, aus dem er ausbrechen will. Und wo er dann denkt, jeden Tag, jeder, dem ich helfe, mit dem ich arbeite, stört mich eigentlich, bringt mich eigentlich weiter weg von dem Leben, was ich haben will. Der wollte eigentlich nicht Apotheker werden, der wollte halt ein anderes Leben haben irgendwie. Das ist mir so im Kopf geblieben.
Am Ende klingt manche Erklärung zwar plausibel, aber keine führt zwingend zu Stadtmanns mutmaßlichen Taten. Und es bleibt die Frage, warum der Apotheker so lange nicht aufflog. Schon 2013 meldete sich bei der Polizei ein Zeuge, ein ehemaliger Fahrer der alten Apotheke, dessen Frau in Stadtmanns Labor arbeitete. Der Zeuge saß zu der Zeit im Gefängnis. Die Staatsanwälte glaubten ihm nicht. Dabei hat er wohl die Wahrheit gesagt. Stadtmann machte einfach weiter. Er muss sich ja bewusst gewesen sein, da ist schon mal gegen mich ermittelt worden, aber es hat ihn nicht beeindruckt. Es hat ja nicht dazu geführt, dass die Machenschaften jetzt ein Ende gefunden haben, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe ja selber gesehen, dass es sich sozusagen beschleunigt hat und schlimmer geworden ist. Entscheidend, sagt Martin Porwoll, sei die strenge Hierarchie in der alten Apotheke gewesen. Viele kannten die Gerüchte, zu viele schauten weg. Wenn ich das System Apotheke sehe, wie das da funktioniert hat, ist mir klar, warum Menschen das machen. Jetzt nicht von der Motivation her, aber wenn das schlimmste Verbrechen irgendwie normal aussieht, dann ziehen die Leute mit. Ohne mit der Wimper zu zucken. Es hieß immer, der Chef geht wieder spielen. Das hieß also, er machte die Chemotherapien mal eben nebenbei. Und als ich dann mal nachgehakt habe, weil auch einige andere Dinge mir etwas komisch vorkamen, was so die Lagerung und Haltbarkeit anbetraf, wurde da nur gesagt, wenn man mich mal fragt, ich weiß von nichts. Nach innen, in der Apotheke, duldete Stadtmann keine zweite Meinung. Wenn er produzierte, schickte er seine Leute raus. Alle hochpreisigen Infusionen stellte er persönlich her. Natürlich gibt es auch, ich sag mal, in der Produktion das Vier-Augen-Prinzip. Aber welcher Mitarbeiter oder welche Mitarbeiterin wird, wenn der direkte Vorgesetzte, Inhaber, Chef sagt, du gehst jetzt raus, dann sagen, nee, ich bleib drin. Dann kann der oder diejenige gehen am nächsten Tag. Wenn andere produziert haben, ist das immer das Vier-Augen-Prinzip. Einer reicht an, einer produziert. Das ist ja nie gegeben gewesen, niemals. Warum ist es bei Kontrollen eigentlich nicht aufgefallen? Ganz einfach, weil es gibt keine unangekündigten Kontrollen. Wenn ich weiß, wenn ich mir einfach sicher sein kann, ich werde nicht per Zufall kontrolliert, dann ist ja Tür und Tor geöffnet, dass in der Zeit, in der ich weiß, dass ich nicht kontrolliert werde, mache, was ich möchte. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Krebsapotheker werden in Deutschland nicht unangekündigt kontrolliert. Immerhin, die Ermittlungen im Fall Stadtmann wurden nun auch auf weitere Apothekenmitarbeiter ausgeweitet. Die Wahrheit tut weh, die Ungewissheit bringt einen um. Perfekt. Angehörige und Patientinnen wie Christiane Piontek lassen sich nun fast wöchentlich neue Aktionen einfallen, um gegen Peter Stadtmann zu protestieren. Meine Schere. Oh. Und so werde ich gleich zur Demonstration gehen. Die vier Onkomädels, die noch leben, und all die anderen Demonstranten wollen mehr Aufklärung für betroffene Patienten und ihre Angehörigen. Diese Frauen suchen nach Halt und finden ihn nur noch beieinander. Bisher sind nur wenige der Opfer vom Gericht als Nebenkläger zugelassen. Unter ihnen Annelie Scholz und ihre Enkelin Lara. Alle hier wollen, dass Stadtmann am Ende für mehr belangt wird, als nur für den Betrug an den Krankenkassen. Wir sind so richtig, boah, wir möchten ihn am liebsten den Hals umdrehen. Wem? Ja. Herr Stadtmann, der das, ne, auf dem Gewissen hat. Ich weiß nur, dass mein Mann die Therapie, das Mittel aus seiner Apotheke bekommen hat und gestorben ist. Der kann mir nicht sympathisch sein. Ja, für mich ist das ein Teufel. Da steckt ein Teufel drin. Der hat den lieben Gott spielen wollen und über Leben und Tod zu entscheiden. Beim jährlichen Spendenlauf für das Hospiz gab Stadtmann für jeden Läufer 1 Euro. Vom Hochsitz aus. Manche sagen auch vom Thron. Und wenn die alte Apotheke einen runden Geburtstag feierte, der größte Gewerbesteuerzahler am Platz,
Dann war Volksfest in Bottrop. Liebe Kundinnen und Kunden der alten Apotheke, liebe Gäste, lieber Oberbürgermeister Herr Tischler, heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist das Jubiläum der alten Apotheke, 150 Jahre an dieser Stelle, an diesem Ort, in dieser Stadt. Peter Stadtmanns Nähe zur Stadt Bottrop. Für viele hat sie heute im Rückblick einen schalen Nachgeschmack. Für das Hospiz in Bottrop ein neuer Rekord und das erste Mal sechsstellig in der Geschichte von Bottrop. Also der sponsert hier alles, hat alles aufgekauft, ist mit der Stadt eins. Und deswegen ist von der Stadt auch keiner da. So läuft das. Und auch von der Politik sozusagen. Es ist traurig, dass die Leute alle so im Regen stehen gelassen werden. Ne? Ich hätte mir die Oberin von der Stadt Bottrop gewünscht. Die hätten stillschweigend mit uns gehen können und sich so solidarisch erklären können. Die haben bis jetzt nicht viel gesagt, die hätten auch heute nicht sagen müssen. Aber es wäre schön gewesen, wenn sie da gewesen wären. Peter Stadtmanns Krebslabor ist geschlossen. Aber die alte Apotheke brummt. Und Bottrop kommt nicht zur Ruhe. Auch mich treiben noch Fragen um. Wer informiert die Patienten, und zwar alle? Wer setzt schärfere Kontrollen durch? Die Stadt Bottrop, das Land NRW, die Krebsärzte, alle bringen vor allem sich selbst in Deckung. Irgendwann frage ich mich, müssen wir Journalisten diese Lücke füllen? Muss ich mit den Menschen teilen, was ich bei meinen Recherchen gelernt habe? Ein Journalist, sagt man, solle sich nicht mit einer Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Aber nach 34 Jahren als Reporter finde ich mich zum ersten Mal in einer Situation, in der ich das Gefühl habe, ich kann nicht einfach nur meine Beiträge wegsenden und ansonsten zuschauen. Der Journalist David Schraven und sein gemeinnütziges Recherchezentrum Korrektiv haben extra ein Ladenlokal in der Nähe der Apotheke gemietet. Sie wollen Betroffene beraten. Auch ich stelle mich dort als Informationsgeber zur Verfügung. Das ist halt so eine Geschichte, die am Ende beweist, wie schlecht die Überwachung in der Krebsmedizin ist, wo im Endeffekt jede Pommesbude besser überwacht und kontrolliert ist als eine der wichtigsten Medizinbereiche, die es gibt. Das sind 4 Milliarden Markt. Also so viel wird jährlich mit Krebsmedikamenten umgesetzt. Das sind die teuersten Medikamente auf dem Markt. Diesen 4 Milliarden Markt teilen sich 200 sogenannte Zytoapotheker, also Herrschaften wie die alte Apotheke da drüben, ca. 1500 niedergelassene Onkologen und Hämatologen und rund 50 Pharmahändler. Die beiden Whistleblower haben nach Stadtmanns Festnahme ihre Arbeit verloren. Martin Porwoll fand keinen neuen Job und hat sich vor kurzem selbstständig gemacht. Beide stellen sich hier den Fragen der Betroffenen. Damit wir alle als Gesellschaft nachher auch was ändern können, dass so ein Fall wie in Bottrop nie wieder passiert. Das könnte gelingen. Was nicht gelingt, den Schaden auszugleichen, den Stadtmanns mutmaßliche Taten im Leben seiner Patienten hinterlassen haben. Annelie Scholz hat ihre Enkelin bei sich aufgenommen. Zu ihrem Vater hat Lara kaum Kontakt. Joanna, grüß du. Die Ärztin Bettina N. findet Halt bei ihrem Hund, Milo. Ein Grund mehr, noch nicht zu sterben, sagt sie. Und die Onkomädels kämpfen weiter. Für ihre toten Freundinnen. Wenn nächste Woche der Prozess beginnt, werden sie dabei sein. Letzte Gewissheit kann ihnen allen nur einer verschaffen. Peter Stadtmann. Auf unsere Anfragen haben er und auch seine Anwälte seit bald einem Jahr nicht reagiert. Stadtmanns Untersuchungshaft wurde verlängert, wegen Fluchtgefahr. Stadtmann wird angeklagt für Betrug und für Vergehen nach dem Arzneimittelgesetz in mehr als 60.000 Fällen. 27 Mal davon in Tateinheit mit versuchter Körperverletzung. Tausende Patienten wurden wohl durch Stadtmanns Taten körperlich geschädigt. Nur wer genau, lässt sich ohne seine Hilfe nicht aufklären. Auch nicht sein Tatmotiv. Handelte er aus Gier, aus Kränkung, Geltungsdrang, Hass? Das alles weiß nur er. Aber Peter Stadtmann schweigt.